In einer Welt, die zunehmend von Daten und Technologien geprägt ist, können KI-Tools hilfreiche Instrumente darstellen, um Arbeitsprozesse und die Bewältigung von Aufgaben zu erleichtern. Welche Auswirkungen künstliche Intelligenz dabei auf die digitalen Fundraising-Aktivitäten von Organisationen und Prozesse, die damit zusammenhängen, haben kann, zeigen wir heute in diesem Webinar. Wie funktionieren KI-Tools und wie setze ich sie passend im Organisationsalltag ein? Welche Vorteile und Grenzen birgt der Einsatz von KI-Tools und worauf muss ich beim Einsatz überhaupt achten? Wie erstelle ich zum Beispiel auch Blogbeiträge, Bildmotive oder andere Inhalte mit Hilfe von KI? Und in den nächsten 60 Minuten erhalten Sie eben genau auf diese Fragen Ihre Antwort. Und damit herzlich willkommen zum Webinar KI-Tools für Nonprofits. Und ich darf ganz herzlich unsere heutige Expertin begrüßen, Ines Holstein. Sie betreut bei Cherrycom als Head of Performance Marketing Organisationen verschiedenster Größe mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Und ihr Fokus liegt dabei in den Bereichen Google Ads und Social Media Ads. Und herzlich willkommen möchte ich auch Benjamin Schmidt begrüßen, denn er, den sehen Sie auch gerade im Bild, er ist Leiter Strategie und Marketing bei Cherrycom und er wird, so gut es eben geht, Ihre Fragen direkt auch im Chat beantworten. So, und jetzt darf ich dann gleich das digitale Mikrofon an Ines übergeben. Ich heiße Stefanie Roda und bin vom Haus des Stiftens. Super, vielen lieben Dank, Stefanie, für die tolle Einführung. Ich sage vielleicht ganz kurz auch noch mal ein paar Worte zu mir bzw. zu uns, die wir heute das Webinar geben. Ich freue mich total, wieder mal dabei zu sein, auch mit einem neuen spannenden Thema. Vielleicht kennen mich einige von Ihnen auch schon aus anderen Webinaren. Ich komme von der digitalen Fundraising- und Marketingagentur Cherrycom. Und wir betreuen rund 60 bis 80 Organisationen aktuell im Bereich Google Ads, aber auch im Bereich Social Media Ads und darüber hinaus aber auch eben in der Strategie- und Marketingberatung. Also wir sind sehr vielseitig und breit aufgestellt und ich freue mich immer wieder total, Organisationen mein Wissen auch weitergeben zu können, weil ich finde gerade der Austausch und eben diese Wissensvermittlung stärkt auch Sie hoffentlich in Ihrer eigenen Arbeitsweise. Deswegen freue ich mich auch, dass Sie heute dabei sind und wir werden genau in der nächsten Stunde uns einfach ein bisschen mit dem Thema KI bzw. gerade KI-Tools für Organisationen beschäftigen. Genau. Um das Ganze zu starten, würde ich Sie jetzt einmal bitten, ich habe hier einen QR-Code mitgebracht und ich glaube, Stefanie hat auch schon genau die Umfrage einmal im Chat geteilt. Super, danke dir dafür, Stefanie. Um Ihre Erfahrungen mit KI und beziehungsweise mit KI-Tools einmal abzufragen. Das heißt, Sie können da gerne den Code einmal scannen und ich werde auch gleich die Antworten beziehungsweise die Abstimmung einmal übertragen. Da muss ich einmal hier genau, da sehe ich schon, da haben schon einige teilgenommen, auf jeden Fall. Genau, ich lasse den QR-Code mal hier noch einen Moment stehen, wechsle dabei schon mal den Bildschirm, damit wir uns gemeinsam anschauen können. Sie können direkt beide Fragen beantworten und dann die Antwort quasi abgeben. Und dann haben wir gleich auch beide Bilder mit im Blick. Ich übertrage einmal hier auch die Ergebnisse. Wir sehen, da kommt schon einiges rein. Super, es haben schon super viele teilgenommen. Das ist ja klasse. Sehr gut. Ich warte noch mal eben ein paar Sekunden, aber wir sehen hier auch schon ja ein sehr breites Feld tatsächlich. Also einige, die KI-Tools bisher noch gar nicht nutzen, einige, die mehrmals im Jahr, aber auch mehrmals im Monat und auch einige, die mehrmals pro Woche KI-Tools nutzen. Super spannend und auch super gemischtes Bild. Das sehen wir tatsächlich auch öfters, wenn wir mit den Organisationen sprechen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ich gehe auch mal weiter zur zweiten Frage. Und zwar haben wir hier, was ich auch immer ganz spannend finde, zu sehen, wofür KI-Tools genutzt werden, weil das werden wir heute auch thematisieren, wofür man sie nutzen kann und wofür die Nutzung bisher auch sinnvoll oder notwendig ist. Genau, wir sehen hier einen sehr großen Anteil an Texterstellung. Das finde ich super spannend zu sehen. Ist bisher auch, glaube ich, so das weit, die weit verbreitetsten Tools, die zur Texterstellung genutzt werden. Gibt natürlich, genau, wir haben jetzt hier nicht alle Aufgaben mit aufgelistet, weil es natürlich nochmal super viel auch mehr Aufgaben gibt, die man mit KI ja besser oder auch schneller erledigen kann. Aber
Man hat ja auch noch mal, sage ich mal, die eigenen Arbeitsressourcen, die man dafür quasi einsetzt. Aber schon mal vielen lieben Dank für die Teilnahme an der Umfrage. Da werden auch noch ein, zwei weitere Fragen heute folgen, damit nicht nur ich was über Sie erfahre, sondern auch Sie untereinander so ein bisschen sehen, wie der Stand ist und ich auch die Inhalte so ein bisschen auf Sie besser abstimmen kann. Genau. Worum wird es also heute gehen? Wir werden uns zuerst ein bisschen auch mit der Relevanz und der Bedeutung von KI im Arbeitsalltag, gerade auch für Organisationen, aber auch bei Unternehmen beschäftigen. Und dann werden wir uns auch einmal angucken, was es bei der Nutzung von KI zu beachten gilt. Und auch, ich glaube, so dass die Grundessenz von der Nutzung von KI-Tools ist einfach die Erstellung eines guten oder auch eines passenden Prompts. Da möchte ich Ihnen gerne einfach die wichtigsten Grundlagen einmal auch vorstellen. Und dann werden wir insgesamt, also wir werden mal gucken, wie viele Tools ich es schaffe vorzustellen. Ich habe insgesamt 9 mitgebracht, die auch in verschiedene Bereiche reingehen. Wir haben natürlich heute nicht die Zeit, komplett in diese Tools reinzuschauen, aber ich hoffe, sie bieten so ein bisschen gute Anregungen und motivieren Sie danach auch zum Testen und Ausprobieren. Genau. Am Ende habe ich auch noch ein, zwei Anwendungsbeispiele mitgebracht und eben auch ja, Beispiele, wofür man die KI-Tools da gut einsetzen kann. Genau. Und das ist dann quasi der Überblick, mit dem ich auch schon direkt starten würde, was den Hinblick auf KI-Tools bzw. deren Nutzung angeht. Wir wissen, glaube ich, alle, KI ist gerade ein Thema, das irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren einen sehr großen Trend, eine sehr große Relevanz auch erlebt hat. Das heißt, gerade das Interesse auch an dem Thema ist sehr stark in den letzten zwei, drei Jahren gestiegen. Es hat sich aber auch schon sehr viel an Tools getan. Von daher ist es uns vor allem auch wichtig, eine Einschätzung zu geben, welche Tools eignen sich denn jetzt auch für Organisationen, weil man hört natürlich viel, wie zum Beispiel auch in dieser hier präsentierten BCG-Studie von 2024, die mit einer Anzahl an Unternehmen durchgeführt wurde, dass zum Beispiel da 58% aller Mitarbeiter in KI an der Arbeit bzw. in ihrem Arbeitsalltag nutzen und dadurch 12% mehr Aufgaben abarbeiten können und quasi durch die KI-Tools 5 Arbeitsstunden pro Woche sparen. Und natürlich, das hört sich immer super gut an, aber die Frage ist natürlich auch mal, wie kommt man dahin? Das heißt, super spannend finde ich es auch bei dieser Studie zu sehen, dass besonders operative, das heißt MitarbeiterInnen, die gerade in, ja, in, bei, in, Ich glaube, in Branchen auch wie Social Media Marketing, aber auch eben in der Textwelt aktiv sind, dass die gerade viel auch mit KI bewältigen. Es aber auch das Besorgnis gibt bei einer relativ großen Anzahl an Personen, dass der Arbeitsplatz dadurch wegfallen könnte oder dass sie dadurch ersetzt werden könnten. Dazu werde ich nachher auch noch mal ein, zwei Worte sagen. So kritisch sehe ich das ehrlich gesagt nicht, zumindest auch nicht aktuell. Aber es ist durchaus wichtig, sich da mit den Tools einfach auseinanderzusetzen und auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Genau. Aber daher einmal die Einblicke auch von, wie relevant bzw. effektiv KI-Tools genutzt werden können. Hier auch nochmal eine weitere Studie von Fraunhofer-Institut, die jetzt 2024 durchgeführt wurde, wofür KI genutzt wird. Gerade die Funktionen in KI, die oft genutzt werden, sind eben Texterkennung, das heißt auch die Analyse von Texten oder auch eben das Bildverständnis, das Textverständnis, sodass man hier auch gut Texte analysieren kann und Inhalte hinterfragen kann. Vielleicht kennen Sie es auch aus dem klassischen Gebrauch, wenn Sie KI schon nutzen, dass Sie sich Texte zusammenfassen lassen, aber eben auch, um Prognosen und Analysen zu erstellen. Zusätzlich haben wir hier auch nochmal eine spezifische Zielgruppe, die befragt wurde nach den Einsatzzwecken. Das heißt, Sie sehen hier auch nochmal die Anzahl an der Befragten. Da waren eben auch nicht alle dabei, die KI genutzt haben, weil gerade bei kleineren Unternehmen oder auch kleineren Organisationen ist es oft so, dass es auch einfach an Schulungs- und Kompetenzmaterial fehlt, weil eben natürlich KI-Tools zusätzlich da sind, man sich aber eben auch erstmal mit den Tools auseinandersetzen muss. Während den anderen Arbeitsaufgaben und es langfristig auf jeden Fall eine gute Bereicherung sein kann, aber eben am Anfang auch ein wenig Zeit kostet. Deswegen möchte ich heute auch da einfach ein paar Tipps mitgeben, dass Sie da sicherer werden, auch in der Nutzung von KI-Tools. Genau. Wir kommen hier jetzt schon direkt zur nächsten Umfrage und beziehungsweise habe ich immer so ein kleines Quiz mitgebracht, weil ich es immer ganz spannend finde, auch zu sehen, wie weit KI schon ist im Vergleich zu auch vielleicht
anderen Inhalten, die von Menschen generiert werden. Deswegen, Stefanie hat schon mal im Chat einen Link geteilt, wo sie auch direkt zur Umfrage kommen. Ich habe einmal ein Bildbeispiel mitgebracht und dann, da würde ich Ihnen auch einmal jetzt noch das zweite Beispiel teilen, auch ein Textbeispiel, wo es um zwei Gedichte geht. Da können Sie gerne in der Umfrage schon einmal abstimmen und gerne wieder auch beide Antworten abgeben. Ich gebe Ihnen aber auch noch mal kurz Zeit, die Gedichte hier zu lesen. Genau, in der Zwischenzeit wechsle ich schon mal zu der anderen Umfrage rüber. Das heißt, dass wir uns die Ergebnisse hier auch gemeinsam anschauen können. Ich sehe auch schon, da haben einige teilgenommen. Genau, ich warte noch mal einen Moment auch mit dem Gedicht, dann können Sie sich das in Ruhe noch mal durchlesen. Genau, und sonst haben wir hier auch noch einen QR-Code, falls es einfach ist, für die Sie auch vielleicht nicht die Bildschirme zu wechseln, sondern auch direkt mit dem Smartphone oder genau über ein anderes Gerät an der Umfrage teilzunehmen. Gerne kann ich auch noch mal kurz zum Gedicht zurückspringen. Ich sehe aber auch schon, einige Antworten sind da auf jeden Fall reingegangen. Wie gesagt, ich finde diesen Vergleich eigentlich immer ganz spannend, um auch so zu sehen, selber irgendwie zu sehen, okay, kann man das wirklich noch stark voneinander unterscheiden? Oder wie ist da der Stand? Ich übertrage jetzt einfach einmal auch die Umfrage, damit nicht nur ich die Ergebnisse sehe, sondern auch Sie die sehen können. Sie können natürlich nebenbei noch weiterhin abstimmen. Ich sehe auch, da gehen auch Antworten ein. Ich habe hier auch nochmal den QR-Code. Genau. Aber was wir hier sehen, tatsächlich ein sehr, sehr unterschiedliches Bild auch. Also 41 oder um die 40% sagen, Bild 1 ist mit KI generiert. So um die, ich sag mal, 55 bis 60% sagen, Bild 2 ist mit KI generiert. Und beim Gedicht, da sind wir sehr gleich auf. Da haben wir 54% für Gedicht 1 und 45% für das Gedicht 2. Ja, das ist immer, also ich finde es immer super spannend zu sehen. Auch gerade, ne, ich glaube, gerade bei diesen beiden Beispielen, es fällt auch unglaublich schwer, da zu unterscheiden, was aber auch einfach den Fortschritt von KI-Tools schon ganz gut deutlich macht. Ich teile jetzt mal wieder genau hier einmal die Präsentation, damit wir uns anschauen können. Beim Gedicht ist es tatsächlich so, dass das erste Gedicht Chat oder mit Hilfe von ChatGPT generiert wurde. Das heißt, da lag auch die Hälfte, hat das schon gut eingeschätzt. Das zweite Gedicht ist von dem Konrad Ferdinand Meyer. Und bei den Bildern ist es tatsächlich auch so, dass das Bild 1 mit KI generiert wurde. Über ein Tool, das heißt, This Person Does Not Exist. Und das zweite Bild, einfach ein Stockbild ist, das aber eben von einem echten Fotografen beziehungsweise echten Menschen gemacht wurde. Und was ich immer erstaunlich gerade an diesem Beispiel finde, wir sehen es ja jetzt auch, ich habe auch mal an so einem Quiz selber teilgenommen, dass es einfach schwierig ist, das noch zu unterscheiden. Also gerade bei Texten fällt einem das einfach super schwer zu sehen, ist es jetzt mit KI generiert oder eben nicht. Und auch bei Bildern werden die Tools auch immer besser. Ich habe Ihnen dazu auch nochmal so eine Entwicklung von Bildgenerierung bei KI-Tools mitgebracht. Hier ist das an dem Beispiel oder dem KI-Tool Midjourney erklärt. Und wir sehen, April 2022 war diese Bildauflösung, beziehungsweise wenn ich da eine bestimmte Anweisung eingegeben habe, einfach noch, ich sag mal, viel unrealistischer. Das heißt, hier konnte man noch sehr gut erkennen, dass eben das Bild von der KI generiert wurde oder nicht von einem echten Fotografen gemacht wurde. Wir sehen aber auch, wenn wir, das war halt ungefähr, sage ich mal, vor 2, 2,5 Jahren, und wenn wir die Entwicklung sehen, dann sehen Sie hier auch sehr schön, was sich alles in der Zeit auch in einem kurzen Zeitraum getan hat. Das heißt, das Wichtige oder so eine wichtige Erkenntnis, gerade wenn wir mit KI-Tools arbeiten, ist, die entwickeln sich unglaublich schnell. Das heißt, wenn wir jetzt schon mit KI-Tools arbeiten, wie mit Midjourney, ist es so, dass die schon eine sehr gute Bildqualität haben und die wird sich auch noch verbessern in den nächsten Monaten und in den Jahren. Das heißt, es passiert einfach unglaublich viel auch in dieser KI-Tools-Welt. Und gerade wenn man am Anfang jetzt sagt, okay, ich bin aktuell noch nicht so
zufrieden auch mit dem Bild, weil man vielleicht sieht, dass es mit KI erstellt wurde, kann man sich da sehr sicher sein, dass im Laufe eines halben oder auch eines Jahres da schon sehr viel passieren wird. Genau. Das einmal als Beispiel. Vielen lieben Dank auch, dass Sie an der zweiten Umfrage so zahlreich mitgemacht haben. Wir werden jetzt erstmal auch nochmal so zu der KI-Nutzung beziehungsweise was bei der KI-Nutzung zu beachten ist, zurückkommen. Und was ich da einmal mitgeben möchte, ist, trotz der ganzen KI-Tools und trotz diesem Thema auch KI im Arbeitsalltag zu nutzen, ist es weiterhin wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Das heißt, Sie als MitarbeiterInnen auch weiterhin nicht alles für voll nehmen, was die KI-Tools auch Ihnen präsentieren, sondern weiterhin prüfen, was die Fakten sind und auch, was quasi da in den KI-Tools hergestellt wird und weiterhin selber den Einsatz von KI behalten. Gerade bei Organisationen haben wir das in unserer Zusammenarbeit auch erlebt, dass es immer ein wichtiges Thema ist, da auch einfach die Kontrolle zu haben und auch klar ja, bestimmen zu können, welche Informationen man preisgibt, welche nicht, damit sie einfach weiterhin die Sicherheit und da auch die ja, gute Ausrichtung gewährleisten. Es ist wichtig und das ist auch ganz sinnvoll, wenn Sie KI-Tools einsetzen, sich vorher zu überlegen, wofür will ich KI einsetzen? Weil mittlerweile gibt es so viele Tools, die auf künstlicher Intelligenz basieren oder die man nutzen kann, dass diese Auswahl oft überfordert. Deswegen, so machen wir es auch bei uns im Unternehmen, dass wir uns klare Aufgaben überlegen und sagen, okay, das möchten wir jetzt mal mit einem KI-Tool lösen. Das heißt, wir haben konkrete Fälle oder konkrete Beispiele, wo wir sagen, dafür setzen wir KI ein. Und das gibt deutlich mehr auch Richtung, wie Sie KI-Tools sinnvoll in Ihrem Arbeitsalltag nutzen, weil darum geht es letztendlich. Zum Dritten betrachten Sie das KI-Tool eher als Assistentin oder auch als Praktikantin, das heißt vor allem als, ja, als Unterstützung im Arbeitsalltag, nicht als jemand, der Ihnen da komplett irgendwie die Arbeit abnimmt, aber auf jeden Fall sehr viele Prozesse und auch Aufgaben erleichtert und auch beschleunigt. Und was ich auch immer gerne mitgebe, das seien Sie experimentierfreudig und neugierig, weil gerade diese Nutzung der KI-Tools basiert auf einer gewissen Neugier. Ich finde es zum Beispiel auch immer super spannend, neue Tools kennenzulernen. Und es geht eben auch hier darum, mal zu testen, was gut funktioniert oder was weniger gut funktioniert, um dementsprechend auch Erfahrung zu sammeln und vielleicht am Ende zu sagen, okay, das ist das Tool, mit dem ich arbeiten möchte und das ist eher ein Tool, mit dem ich weniger arbeiten möchte, weil ich es nicht so nutzer, also so nutzbar finde oder einfach auch für meine Aufgaben nicht sinnvoll finde zu nutzen. Genau. Was es zusätzlich noch zu beachten gilt, und das leitet eigentlich auch schon ganz gut über, ist, dass im Zentrum der Nutzung von KI-Tools diese gezielten Anweisungen stehen, wie wir oder welche Aufgabe erledigt werden soll und auch wie sie erledigt werden soll. Das heißt, in welchem Umfang und was wir quasi am Ende für ein Ergebnis wollen. Weil wir, je genauer wir das Ergebnis beschreiben für die KI, desto genauer kann sie auch ein Ergebnis produzieren, was unseren Erwartungen entspricht, beziehungsweise was uns zufriedenstellt. Und daher ist gerade für diese Kommunikation zwischen KI-Tools und zwischen den Menschen das Prompting so wichtig oder beziehungsweise das Erstellen von richtigen Prompts. Prompts sind am Ende quasi diese Anweisungen, die Sie zu den Ergebnissen bringen, die Sie gerne von der künstlichen Intelligenz haben möchten. Und daher ist es mir auch wichtig, einmal an der Stelle auf dieses Thema Prompts einzugehen. Das heißt, ein Prompt sollte immer klar die Aufgabe beschreiben, die Sie möchten, dass die KI erfüllt, aber auch den Kontext dahinter. Und der Prompt sollte auch klar und logisch aufbereitet sein und so spezifisch wie möglich. Es ist vor allem oft hilfreich, dass Sie auch Vorlagen oder auch Beispiele der künstlichen Intelligenz mitgeben, damit Sie sich auch zum Beispiel, wenn es um Texte geht, an Ihrem Schreibstil oder auch an bestehenden Texten schon orientieren kann und diese zum Beispiel besser übernehmen kann, als wenn jetzt nur eine Anweisung dort stehen würde. Deswegen empfehlen wir auch immer, den Stil der Sprache oder auch des Bildes klar zu definieren, und die Eigenschaften halt auch zu berücksichtigen. Gerade wenn es um Texte zum Beispiel auch für Social Media geht oder auch zum Beispiel um eine Erstellung für ein Newsletter oder ähnliches, dann haben Sie ja oft auch verschiedene Tonalitäten, die Sie hier nutzen. Und da ist es einfach wichtig, der künstlichen Intelligenz so viele Informationen wie möglich zu geben, damit sie eben auch das bestmögliche Ergebnis für Sie produzieren kann. Was wir ganz oft auch im Austausch mit der künstlichen Intelligenz oder auch mit
ich sag mal, mit textgenerativen Programmen gemerkt haben, ist, dass es immer wichtig ist, auch Rückfragen zu stellen. Gerade hat man am Anfang vielleicht auch ein Ergebnis, mit dem ist man nicht komplett zufrieden. Und dann ist es lohnenswert, mit der KI auch in den Austausch zu gehen. Das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise Ihr Newsletter schon versuchen oder eine erste Basis vom Newsletter mit einer künstlichen Intelligenz zu formulieren, dann stellen Sie da auch gerne Rückfragen oder nehmen Sie, vielleicht haben Sie beim ersten Mal auch vergessen, irgendwie zu sagen, welche Person es ansprechen soll oder ähnliches. Also geben Sie da weitere Informationen mit und fragen Sie auch die künstliche Intelligenz, warum sie zum Beispiel bestimmte Inhalte so aufbereitet hat, da das immer noch mal auch zur Revidation der Inhalte führen kann. Was wir noch mitgeben möchten, ist, dass es verschiedene Technik gibt, um Prompts zu erstellen. Ich habe jetzt heute erstmal nur eine mitgebracht, da der Fokus nicht unbedingt auf der Prompterstellung liegt. Wir achten die als wichtig, aber heute soll es auch vor allem noch mal um Tools gehen. Deswegen möchte ich hier aber ein Format vorstellen, mit dem wir auch hauptsächlich arbeiten. Und zwar ist das Rollenaufgabeformat beziehungsweise die Technik-Rollenaufgabenformat, wie ein Prompt aufgebaut sein sollte. Das heißt, wichtig, bevor Sie überhaupt eine Anweisung dem Prompt oder künstlichen Intelligenz formulieren, was sie erledigen soll für Sie, ist es immer ganz wichtig auch, dass sie eine Rolle bestimmt. Das heißt, dass die künstliche Intelligenz quasi auch weiß, okay, was für einen Beruf, was für eine Position nehme ich gerade ein. Wenn es zum Beispiel um einen Newsletter geht, dann könnte man hier gut sagen, du bist E-Mail-Marketing-Experte oder du bist Experte für Newsletter und oder für Kommunikation. Und hier ist es auch wichtig, neben dieser Rolle, was man quasi an Fähigkeiten hat, auch zu sagen, du bist Teil einer bestimmten Organisation. Ich habe jetzt hier mal das Beispiel genommen, du bist auch Fundraiser einer Klimaschutzorganisation. Das heißt, hier können Sie natürlich auch schon sagen, Sie haben ja auch bestimmte Werte oder bestimmte Ziele als Organisation, wofür Sie stehen, dass das natürlich auch in der Rolle berücksichtigt wird und so die künstliche Intelligenz auch nochmal mehr Kontext hat, was sie quasi, in welchem Rahmen sie diese Aufgabe erfüllen soll. Dann haben wir eben die Aufgabe, die hier beschrieben wird. Ich habe hier auch einmal ein, zwei Beispiele einfach mitgebracht. Also es könnte zum Beispiel sein, verfasse einen Newsletter zum Thema XY oder erstelle einen Text für einen Beitrag auf Instagram, führe eine Recherche zu folgendem Thema durch. Das kann immer der Fall sein, wenn Sie schon ein bestimmtes Thema auch vor Augen haben. Es kann aber auch sein, dass Sie eben diese Rolle definieren und dann einfach ja, künstliche Intelligenz-Tools wie auch ChatGPT oder andere Fragen, zu dem wir gleich noch kommen werden, schlage mir einfach mal ein Thema vor, das zu meiner Organisation passen würde, weil das eben auch möglich ist, genau mit solchen Tools zu generieren und sich auch einfach Inspiration und Ideen zu holen. Was ich als Zusatz noch mitgeben will, ist, dass wir es auch für wichtig erachten, das Format mitzubestimmen. Das heißt, am Ende ist es durchaus einfacher für Sie, wenn Sie nicht alle Informationen in so Tools als Fließtext haben, sondern manchmal hilft es auch, daraus eine Tabelle zu erstellen, gerade wenn man zum Beispiel Kriterien oder Themen hat, dann hat man auf der Spalte die Themen und dann die verschiedenen Social-Media-Beiträge. Man könnte auch noch eine Spalte haben mit, wann zum Beispiel der Beitrag veröffentlicht werden soll oder auch wenn es um Newsletter geht, welche Zielgruppe dieser ansprechen soll und ob man vielleicht auch Abwandlungen für andere Zielgruppen vornehmen sollte. Das sind alles so, also ein Format kann zum Beispiel eine Tabelle, aber auch eine PDF oder eben auch der Fließtext sein und man kann dementsprechend auch PDFs natürlich bei ChatGPT hochladen. Da werde ich gleich noch was zu sagen, um sich diese analysieren oder auch zusammenfassen zu lassen. Genau. Ich habe hier einmal zwei Beispiele mitgebracht, um auch diesen Unterschied nochmal zu zeigen. Sie bekommen die Präsentation ja auch nochmal im Nachgang. Aber hier sehen wir zum Beispiel einmal, wie ein ganz einfacher Prompt aussehen kann und davon würden wir eben eher abraten. Und dann eben auch, wie so ein komplexerer Prompt aussehen kann. Das heißt, wir definieren ja auch wirklich kurz, das ist eben Rolle, Doppelpunkt, das ist die Aufgabe, auch diese klare Abtrennung hilft einfach sehr der künstlichen Intelligenz auch zu sehen, okay, das soll meine Rolle sein, das ist die Aufgabe, um da quasi auch die bestmöglichen Ergebnisse basierend auf den Daten, die sie eben hat, zu definieren. Und dementsprechend ist es auch gut, wenn sie das quasi so unterteilen von der Struktur her. Man kann das natürlich noch erweitern. Es ist jetzt hier ein Beispiel. Auch gerade bei der Aufgabe können Sie noch sehr viel mehr in den Kontext gehen. Da wäre auch meine Empfehlung, erstellen Sie sich am besten auch eigenständig Prompts, die Sie immer und immer wieder nutzen können für Ihre Organisation.
Also wo so Informationen wie was ihre Organisation macht und was deren Ziele sind, einfach schon fest definiert sind und dass sie dann quasi durch Platzhalter einfach immer die Rolle, die in dem Moment eingesetzt werden soll oder auch die Aufgabe separat definieren. Weil manche Dinge gibt es gerade auch bei so Textinformationen, die sich immer und immer wiederholen. Bei Texten ist das ein bisschen einfacher, so eine Promptvorlage auch zu erstellen. Und bei anderen Tools gibt es aber auch bestimmte Kriterien, die eigentlich immer wieder sehr ähnlich bleiben. Deswegen habe ich auch nochmal so Besonderheiten von Prompts für Bilder mitgebracht, weil ich gleich auch nochmal ein paar Bildertools vorstellen werde, mit denen man eben KI-basiert Bilder generieren kann. Und der Unterschied ist hier einfach, der Prompt muss gar nicht so komplex sein, wie Sie gerade eben gesehen haben, auch gerade bei der Textgenerierung. Aber es ist ganz wichtig, dass Sie hier auch Aspekte mit reinnehmen, wie der Stil des Bildes, dass der näher also beschrieben wird. Und dabei geht es zum einen darum, halt einmal zu beschreiben, was auf dem Bild zu sehen ist, aber auch welche, quasi gerade wenn es um Personendarstellung geht, welche Körperteile man so ein bisschen vermeiden sollte, weil die oft noch mit der KI ein bisschen ja nicht so optimal generiert werden. Das heißt, gerade sowas wie Nahaufnahmen von Händen oder Ohren oder auch Zähne ist manchmal einfach noch schwierig bei KI-Bildern. Wir haben jetzt vorhin das Beispiel gesehen, da ging das schon sehr gut. Aber gerade wenn man eine sehr genaue Vorstellung von einem Motiv hat, ist das einfach für die KI aktuell noch schwierig. Aber das kann eben in einigen Monaten oder einem halben Jahr auch schon ganz anders aussehen. Ein ganz besonderer Fokus bei der Bildgenerierung liegt auch auf Adjektiven. Das heißt, dass sie so genau wie möglich die Menschen, die sie auf dem Bild platzieren möchten oder auch generieren möchten, beschreiben. Lächeln die eher oder sind die traurig oder sind die wütend, verzweifelt? Was für eine Haarfarbe haben die? Wie ist ihre Körperstatur? Das sind alles Aspekte, die die KI viel besser auch berücksichtigen kann, wenn sie natürlich um diese weiß. Und neben den Adjektiven ist auch die Perspektive und das Format ein weiterer Faktor. Das heißt, es gibt ja oft vielleicht auch Momente, wo man eher eine Personengruppe haben möchte oder auch wo man halt ein Porträt haben möchte, dass sie sowas mit in den Prompt hier reinnehmen und auch sagen, soll das Bild Quer- oder Hochformat sein und welchem Bildausschnitt soll gezeigt werden. Geht es nur irgendwie um einen bestimmten Ausschnitt aus dem Gesicht oder geht es wirklich eher um eine Gesamtsituation, die hier damit erfasst werden soll? Genau. Und damit kommen wir eigentlich gleich auch schon zu dem ersten Tool. Ich habe es so ein bisschen aufgebaut. Ich werde hier die Tools einmal nennen. Entschuldigung. Ich werde auch näher einmal was zu den Besonderheiten sagen. Und dann gibt es immer noch eine Empfehlung, welches wir von den Tools nutzen würden. Natürlich haben alle so ein bisschen einen anderen Hintergrund auch. Und es steht Ihnen natürlich auch frei, da mehrere Tools auszuprobieren für sich. Aber um einfach auch eine Empfehlung mitzugeben. Genau. Wir haben hier zum einen das Tool DALL-E. Das ist ein Bildgenerierungstool, was eben auch basierend auf Textprompts hauptsächlich funktioniert. Vielleicht, wenn Sie die kostenpflichtige Version von ChatGPT nutzen, haben Sie das auch schon mal gesehen. Sie können mittlerweile bei ChatGPT auch Prompts für Bilder eingeben und dann erstellt ChatGPT im Chat direkt Bilder. Und das ist eben auch diese Funktion von DALL-E, die hier genutzt wird, weil DALL-E auch von dem gleichen Anbieter von OpenAI entwickelt wurde wie ChatGPT. Und es basiert eben komplett auf Textprompts. Wir haben hier mittlerweile schon eine besonders realistische Fotodarstellung. Da vielleicht auch als Hinweis, die Darstellung kann relativ realistisch sein. Hier ist es aber auch oft wichtig, einfach in den Austausch mit der KI zu gehen. Das heißt, das erste Ergebnis, haben wir zumindest die Erfahrung gemacht, ist nicht immer oder meist nicht so zufriedenstellend. Aber je mehr Informationen und auch Rückfragen Sie der künstlichen Intelligenz dann hier stellen, desto mehr kommt da auch ein besseres Ergebnis raus. Oder auch oft ist es auch hilfreich, nicht nur nach einem Bild, sondern nach drei Versionen zum Beispiel zu fragen, damit man einfach auch verschiedene Bilder hier zur Verfügung hat. Genau. Ein zweites Tool, das vielleicht auch spannend zu nutzen ist. Ich fände es auch immer spannend, so zu sehen, welche Tools werden schon genutzt. Wir haben ja vorhin auch gesehen, viel wird zur Texterstellung genutzt. Das heißt, vielleicht haben Sie schon mal auch dazu Bilderstellung was genutzt. Ansonsten auch ein Tool, mit dem wir schon gearbeitet haben, ist das Tool Midjourney oder mit dem wir verstärkt arbeiten. Das basiert auch auf Textprompts. Das heißt, hier werden auch wieder eben dieser Promptaufbau sehr, sehr maßgeblich oder sehr wichtig ist. Wir haben hier vor allem sehr positiv die Erfahrung gemacht, dass
wir sehr realistisch Bilder darstellen konnten, aber auch sehr abstrakte Formate. Denn Midjourney basiert auf einer riesigen Datenbank, sage ich mal, auch an verschiedensten künstlerischen Werken. Das heißt, hier liegt die Datenbasis bei menschlichen Motiven, aber auch bei Motiven aus dem Expressionismus oder Impressionismus. Das heißt, da ist auch wirklich mehr Basis für Abstraktheit gefordert und dementsprechend auch eine höhere Qualität bei abstrakten Fotomotiven möglich. Der einzige Nachteil beziehungsweise die einzige Herausforderung, die hier eben besteht, ist, dass man ein Google oder auch ein Discount-Konto zur Nutzung von Midjourney benötigt. Benötigt man letztendlich auch für viele andere Tools eben diesen Google-Zugang. Wir sehen das jetzt nicht als allzu große Hürde. Das mag natürlich immer auch, je nach persönlichem Fokus da auch einfach mitschwingen. Gerade bei den Bildtools ist es aber auch so, dass die beiden Tools meistens mit eben Kosten oder monatlichen Kosten verbunden sind. Man kann die Abonnements da auch monatlich kündigen. Also es ist nichts, wo sie sich ein Jahr lang für eine Zahlung verpflichten. Aber um das eben nochmal mit aufzugreifen, habe ich auch noch ein drittes Tool mitgebracht, und zwar das Tool Runway. Das ist von Cristobal Valenzuela erstellt worden, beziehungsweise entwickelt worden. Und die Besonderheit hier ist, das wird nicht nur für Bilderstellung, sondern vor allem auch für Videoerstellung genutzt. Also das können Sie auch sehr gut für eigene Videos benutzen, um die zu erstellen oder auch um aus einem Bild, das Sie haben, zum Beispiel ein Video zu machen. Das ist ganz spannend. Und man kann eben auch nicht nur basierend auf Texten da Videos erstellen, sondern auch basierend auf Bildern. Das heißt, Sie können da Bilder auch hinterlegen oder Bilder aus der Bibliothek dort nutzen und daraus Videos erstellen, die dann einfach auch sehr realitätsnah sein können. Das eignet sich dann eben auch eben dadurch besonders gut zur Videoerstellung, gerade so Kurzfilme, wo es um Effekte geht, gerade die man auch in Social Media, auf sozialen Plattformen oder auch eben auf der Webseite gut nutzen kann, sind hiermit erstellbar. Und es gibt eben hier eine kostenlose Testversion, mit der man auch schon einfach mal ein paar Sachen testen kann. Das heißt, gerade wenn Sie da offen sind, auch in der Bild- und Videoerstellung mehr zu machen, würde ich Ihnen ans Herz legen, gern sich mal Runway näher anzuschauen. Oder ansonsten geht unsere Empfehlung auch da einfach an Midjourney, weil wir mit dem Tool die besten Erfahrungen auch im Hinblick auf die realistische Darstellung gemacht haben. Also gerade, vielleicht um da auch schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, ich glaube, die Frage ist auch oft einfach, kann ich für meine Organisation schon KI-generierte Bilder nutzen? Weil natürlich ist es immer super wichtig, und das möchte ich auch einmal an der Stelle mitgeben, dass die Bilder und auch die Kommunikation von Ihnen weiterhin authentisch bleibt. Und Bilder ist ein super wichtiges Thema, gerade weil Bilder auch sehr gut Emotionen und Videos noch mehr Emotionen auch transportieren können für Personen, die sie zum Beispiel erreichen wollen, seien das potenzielle SpenderInnen oder auch Personen, die sich für ihren Newsletter oder für ihre beziehungsweise für bestimmte Kurse anmelden sollen oder Mitglied werden sollen bei ihrem Verein oder ihrer Organisation. Da können Bilder sehr hilfreich sein. Aktuell empfehlen wir aber vor allem darauf zu achten, dass sie authentisch sind. Das heißt, gerade bei der Erstellung von menschlichen Personen plädieren wir immer noch an die Organisation, auch Bilder zu nutzen, die wirklich von einem selber kommen und nicht von der KI erstellt werden. Klar, wenn es mittlerweile auch schon so gute Ergebnisse gibt, ist es immer auch nur eine eigene Frage, aber da plädieren wir auch eher eben die Organisation eigene Motive zu nutzen, wie wenn es zum Beispiel auch mal um Naturmotive geht oder auch Motive, wo wir haben zum Beispiel ein gutes Beispiel auch gesehen, wo es um so ein Kuscheltier ging, wo man einfach nur das Bild von der Hand und einem Kuscheltier von einem Kind gesehen hat. Dann ist es auch möglich, irgendwie KI zu nutzen. Aber gerade wenn es so um Gesichtsdarstellung geht, sehen wir das Ganze immer noch ein bisschen, ich sag mal, kritischer an, einfach weil man sich hinterfragen sollte, ist das dann auch authentisch gegenüber meiner Organisation? Und wenn Sie dem kritisch gegenüberstehen, ist das auch vollkommen in Ordnung, und da müssen Sie eben, glaube ich, auch einfach eigenständig hinterfragen, macht das jetzt Sinn und was für Bilder sollte ich da einfach nutzen? Genau.
Dann habe ich auch drei Tools mitgebracht zum Arbeitsalltag. Vielleicht nutzen auch schon einige von Ihnen den Copilot von Microsoft. Es gibt als Pendant dazu auch natürlich andere Tools, die, wenn man nicht Microsoft nutzt, nutzbar sind. Aber gerade der Copilot bietet die Besonderheit, dass man den in verschiedenen Microsoft-Tools integrieren kann. Das heißt, Sie können den zum Beispiel sowohl mit Teams als auch mit Word, aber auch mit Excel oder auch mit PowerPoint eben nutzen. Und der Vorteil besteht darin, dass der Copilot vor allem ja zum einen bei PowerPoint einem Designvorschläge liefert, auch für die Aufbereitung bestimmter Themen, aber auch zum Beispiel, wenn es um Termine geht, die Sie täglich haben, da Zusammenfassung von Calls erstellt oder auch Zusammenfassung von Mails erstellen kann und Ihnen eine Antwort zum Beispiel auch liefert oder halt einen Antwortvorschlag, sodass das gerade so den Prozess intern sehr stark erleichtern kann. Also es ist nichts, wo irgendwie die Informationen halt quasi nach außen hin Ihnen Vorteile bieten, aber gerade für die interne Kommunikation und auch Organisation sehen wir im Copilot sehr viel Vorteile. Dieser ist aber nur kostenpflichtig einsetzbar. Das heißt, hier könnte man auch durchaus das mal testen oder eben dann auch alternative Programme zurückgreifen, wie zum Beispiel auch dem Tool Superhuman, was sich besonders gut für E-Mails eignet. Genau, hier können Sie halt basierend auf Textprompts Input für E-Mails bekommen. Das heißt, wenn Sie eine E-Mail zu einem bestimmten Thema formulieren möchten, wenn es um eine bestimmte Anfrage, auch um eine Kooperation oder um eine Ansprache von Unternehmen, Sie wollen zum Beispiel Unternehmensspenden generieren, geht, dann kann Superhuman hier eine sehr gute Vorlage liefern, die Sie dann eben auch abwandeln können. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass eben über Superhuman Ihre Mails zusammengefasst werden und dann automatisch von da Antworten formuliert werden. Die können auch direkt versendet werden bei dem Tool, aber Sie können die eben auch nochmal individuell anpassen, sodass die nicht automatisch versendet werden, sondern eigenständig dann von Ihnen rausgeschickt werden. Genau. Und ein drittes Tool, das ich nochmal vorstellen möchte, was wir jetzt auch immer öfters bei Organisationen sehen, mit denen wir zusammenarbeiten, ist das Tool Perplexity. Geht ein bisschen in die an, also in eine andere Richtung als die beiden anderen Tools, die ich gerade genannt habe, weil Perplexity nochmal auch ein Tool ist, was Texte generiert, beziehungsweise was auf Textprompts auf sich fokussiert. Aber gerade im Unterschied zu anderen textgenerierten Tools arbeitet Perplexity auch stark mit wissenschaftlichen Angaben. Das heißt, gerade für die Recherche wird das zum Beispiel auch bei Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, genutzt oder auch für die Erstellung von Texten im Gegensatz zu anderen Tools, weil hier einfach klar nachverfolgt werden kann, von welchen Quellen die Inhalte kommen. Und gerade um eben auch wissensbasiert und auch ja, vertrauensbasiert zu arbeiten, ist das ein ganz großer Faktor, den wir hier als wichtig erachten, weshalb, wenn Sie Perplexity dann noch nicht ausgetestet haben, das durchaus empfehlen, mal zu testen, weil man eben wirklich auch Quellen oder Webseiten mit also angezeigt bekommt. Das heißt, man kann hier quasi auch genau die Webseite auch nochmal anklicken, wovon Perplexity die Informationen hat oder auch die PDF runterladen. Gerade auch bei wissenschaftlichen Arbeiten ist es super spannend, da auch nochmal den Rückhalt zu haben, woher die Informationen kommen und worauf sie basieren. Genau. Zum anderen ist das Tool auch ich sag mal, in seiner Grundversion kostenfrei nutzbar. Natürlich gibt es davon auch eine kostenpflichtige Version, aber auch mit der kostenfreien Version kann man schon einiges sehr gut umsetzen. Genau. Deswegen auch da die Empfehlung. Perplexity ist eben ein Tool, damit haben wir, aber auch vor allem Organisationen bisher schon sehr positive Erfahrungen gemacht. Und Copilot ist auch ein Tool, was wir einfach schon von anderen Organisationen kennen und was da uns immer auch weitergetragen wird. Und wir auch eben aus eigener Erfahrung wissen, dass das sehr gut auch in der Arbeits- und Prozessbeschleunigung helfen kann. Genau. Dann komme ich nochmal zu ein, zwei, drei klassischen Tools, die vielleicht viele von Ihnen, die auch gerade gesagt haben, sie nutzen schon KI-Tools, nutzen. Und zwar ist eigentlich, wir haben das Ganze heute ein bisschen anders aufgebaut, aber es ist eigentlich immer so ChatGPT das Tool, was die meisten auch schon kennen, beziehungsweise was die meisten auch als erstes nutzen. Und an sich ist es eigentlich auch ein guter Einstieg, wenn Sie jetzt sagen, ich habe noch nie mit KI-Tools gearbeitet, erstmal mit ChatGPT zu starten. Kommt auch immer auf die Aufgabe an, die Sie mit KI bewältigen wollen. Ne? Deswegen vorher der Hinweis, definieren Sie genau eine Aufgabe, die Sie mit KI-Tools
bewältigen oder benutzen wollen. Und suchen Sie sich danach quasi dann auch das Tool aus, das sich dafür eignet. Gerade bei ChatGPT ist es eben auch für die Erstellung von Texten für Webseite oder für die sozialen Medien geeignet. Es ist aber auch unglaublich gut, wenn man zum Beispiel mal einen längeren Auszug oder zum Beispiel auch einen Jahresbericht, sage ich jetzt mal, hat von einer Organisation und sich den gern zusammenfassen lassen möchte, dann kann man eine PDF bei ChatGPT hochladen und ChatGPT analysiert das eben. Es gibt hier sowohl eine kostenfreie als auch eine kostenpflichtige Version. Mit der kostenfreien kann man auch schon sehr viel, sehr gute Ergebnisse erzielen. Die einzigen Grenzen, die hier quasi auch gegeben sind, ist, dass zum Beispiel nicht alle Formate von Dokumenten direkt zum Download bereitgestellt werden. Das heißt, gerade bei Tabellenformaten, was wir zum Beispiel öfters auch machen, ist, dass wir die Informationen dann in Excel-Tabellen erstellen, die man sich dann direkt herunterladen kann. Das ist eben bei der kostenfreien Version nur begrenzt möglich. Aber gerade um es mal zu testen und gerade zu dieser Texterstellung eignet sich sehr gut auch die kostenfreie Version. Wenn Sie aber merken, wow, ich kann das sehr gut in meinem Arbeitsalltag einsetzen, dann macht es vielleicht auch Sinn, nochmal über die kostenpflichtige nachzudenken und die auch gemeinsam als Organisation zu nutzen. Genau. Als Pendant dazu, vielleicht kennen einige von Ihnen auch weitere textgenerative Tools, die künstliche Intelligenz eben nutzen oder sich daran bedienen, gibt es eben auch Claude. Das ist eine ähnliche oder ein ähnliches System, das einfach auf einer anderen KI basiert oder auf einer anderen Basis an Informationen. Wir haben uns da auch einige Studien angeguckt und es ist tatsächlich bisher einfach noch so, dass ChatGPT relativ gute Ergebnisse liefert, wenn es um die Erstellung von Texten geht und bei Claude besonders gut das Tool eingesetzt werden kann, wenn es um die Analyse von Texten geht. Das heißt, gerade da können Sie natürlich auch nochmal selber schauen, aber je nachdem, für welchen Zweck Sie quasi auch die Tools nutzen können, ist Claude da vielleicht eine gute Möglichkeit, um Texte zu analysieren. Es hat auch die besten Ergebnisse im Hinblick auf die Erstellung von Codes für Webseiten. Ist ein Feld, vielleicht mit dem sich nur vereinzelt Personen von Ihnen auch beschäftigen. Aber gerade wenn es um so programmiertechnische oder auch IT-basierte Hintergründe geht, dann hat Claude gerade auch nochmal eine sehr große Datenbank, auf die es zurückgreifen kann und kann da sehr gut Inhalte auch erstellen. Ein drittes Tool, das ich auch noch mitgeben möchte, ist Gemini. Das kommt von Google und ist eben auch, da basiert auf Google-Informationen. Man kann hier auch gut Aufgaben und Anweisungen, insbesondere auditiv, einspeisen. Das heißt, das ist eine neue Funktion, dass hier herausgebracht wurde, dass wir vor allem auch genau mit per Stimmübertragung hier Aufgaben definieren können und quasi uns dann die Schrift ja, sparen können. Oder auch wenn man zum Beispiel das in der Freizeit stärker nutzen will, wenn man irgendwo unterwegs ist und man möchte zu einer bestimmten Statue oder zu bestimmten Kunstwerk oder zu einer bestimmten Organisation mehr erfahren, dass man dann quasi da auch einfach reinsprechen kann, anstatt reinzutippen, weshalb gerade der Fokus auf der intuitiven Nutzung liegt. Wir aber erstmal immer so für den Einstieg eigentlich ChatGPT empfehlen. Das ist aber, wie gesagt, auch nur eine Empfehlung und die anderen Tools, damit können Sie sich natürlich auch gerne befassen, einfach um so eine Richtung mitzugeben. So. Ich habe jetzt noch ein zehntes Tool tatsächlich mitgebracht und das ist mit so einer kleinen Übung verknüpft. Ich glaube, den Link, den stellt Stefanie auch gleich einmal in den Chat. Genau, ich werde das einmal ganz kurz zeigen, wie das funktioniert, weil ich habe ja auch eine kleine Anleitung mitgebracht. Sie bekommen ja die Präsentation auch im Nachgang. Das heißt, da können Sie das auch nochmal durchführen. Ich finde dieses Tool vor allem besonders spannend. Das ist GPT for Sheets, weil man da mit einem Klick zu verschiedenen Themen auch Social-Media-Beiträge oder andere Texte generieren kann. Und gerade weil unsere Zeit so begrenzt ist und es immer schwierig ist, in der Zeit auch Beispiele zu zeigen, möchte ich hier aber einmal auch zu dem Tool wechseln. Und zwar, genau, Sie sehen ja den Link gerade noch, da können Sie am besten draufklicken. Ansonsten, wie gesagt, im Nachgang, das Sheet, das Sie dann bekommen, das sollte sich öffnen, wenn Sie einen Google-Account haben oder damit auch angemeldet sind im Browser. Das können Sie sich einfach kopieren. Also Sie können das nicht bearbeiten, aber Sie müssten das einmal kopieren, um darin auch arbeiten zu können. Und dann braucht es eben diese Erweiterung von GPT for Sheets. Die können Sie sich in Ihrem Browser runterladen. Ich weiß jetzt, in 2, 3 Minuten ist es ein bisschen kurz, das quasi alles runterzuladen. Aber wie gesagt, Sie haben die Anweisung, ja auch nochmal die Anleitung
im Nachgang da. Deswegen würde ich jetzt einfach einmal meinen Bildschirm wechseln und in das vorbereitete Sheet springen. Da sehen Sie hier schon einmal genau ein Thema schon eingetragen. Ich habe Ihnen hier so eine Vorlage auch mitgebracht. Der Prompt ist relativ einfach aufgebaut. Den können Sie natürlich auch individualisieren. Aber um das einfach mal zu zeigen, was hier möglich ist, quasi auch mit ein oder zwei Klicks zu generieren. Man kann hier dann auch die Themen für seine Social-Media-Beiträge eintragen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel, ich habe hier jetzt das Beispiel, was ich auch schon vorhin hatte, in der Klimaschutzorganisation genommen. Sie könnten hier das Thema einstellen, wenn Sie mal einen Beitrag auf Social Media zu Klimaschutz machen wollen, dass Sie sagen, okay, schreiben wir doch mal einen Text dafür. Oder was man auch machen kann, was zum Beispiel auch immer stark mit Klimaschutz bei uns in Verbindung steht, ist das Thema Umweltschutz. Oder auch ja, sowas wie Tipps für Nachhaltigkeit. Oder auch, wenn wir sowas wie genau Tipps für Umweltschutz haben. Das ändert sich hier jetzt gleich noch. Also ich habe hier mal quasi die beiden Anweisungen einmal zusammengefügt. Da müssen wir das einmal runterziehen. Genau, aber was jetzt ganz spannend ist, ist, dass wir quasi auch, ups, ah, wir müssen hier natürlich auch noch den Prompt eingeben. Entschuldigen Sie bitte. Genau, den können Sie hier einfach runterziehen, damit sich hier eben auch dieser allgemeine Prompt ergibt. Wir können jetzt hier, wenn wir quasi auch über Extensions oder Erweiterungen, sollte das bei Ihnen heißen, GPT-4-Sheets aktiviert haben, das heißt, dass es hier enabled ist, können wir hier auch eine Funktion eingeben, die dann mit GPT startet. Und ChatGPT bzw. GPT-4-Sheets sucht sich, man muss dann den Prompt, die Zelle eingeben, wo der Prompt hinterlegt ist. Das heißt, in dem Fall ist es hier das C3. Und dann kann man sich direkt in diesem Sheet quasi den Social-Media-Beitrag erstellen lassen. Es ist natürlich jetzt so, dass man basierend auf dem da auch noch Anpassungen vornehmen kann, aber ich finde es eigentlich immer ganz praktisch. Hier wird auch eine Bildidee mitgeliefert und wenn man das jetzt quasi hier runterzieht, dann wird auch automatisch für die anderen Themen ein Social Media Text erstellt. Gleiches gilt oder gleiches ist dann eben auch möglich bei Blogbeiträgen oder bei Newsletter und es bietet einfach eine sehr übersichtliche Grundlage von Informationen, um das einmal mitzuzeigen. Genau. Die Vorlage, wie gesagt, bekommen Sie auch mit der Präsentation. Das heißt, die können Sie dann auch selber nutzen. Und klar kann man die Informationen auch mit ChatGPT quasi aufbereiten. Aber ich finde es einfach da auch nochmal schön, so ein konkretes Beispiel mitzugeben und Ihnen einfach auch im Nachgang die Möglichkeit zu geben, das auszuprobieren. Genau. Dementsprechend springe ich noch einmal kurz zurück zu meiner Präsentation. Damit wir quasi gleich noch ein bisschen Zeit für die Fragen haben, die wahrscheinlich im Chat auch angekommen sind. Das heißt, ein Hinweis oder beziehungsweise eine Frage, die wir auch ganz oft von Organisationen bekommen, ist so der Umgang zum einen mit personenbezogenen Daten und auch der Umgang mit dem Thema Datenschutz und Urheberrecht von KI-generierten Inhalten. Das heißt, unser Hinweis hier, teilen Sie, da appellieren wir auch immer dran, oder beziehungsweise wir halten das so, teilen Sie keine personenbezogenen Daten oder sensiblen Informationen in den KI-Tools. Gerade bei Texten, wichtig, bei E-Mails, wenn Sie da irgendwie E-Mails analysieren lassen, halten Sie die anonym und versuchen Sie da auch vorher personenbezogene Daten rauszunehmen, sodass die KI-Tools das quasi nicht mit berücksichtigen können, einfach basierend auch darauf, es gibt Funktionen oder Einstellungen, da wird es schon sicherer gehandhabt, aber wir können natürlich auch nie überprüfen, was die KI jetzt quasi dann an Daten im Nachgang auch verwendet, um weiter zu verarbeiten. Und gerade bei personenbezogenen Daten ist es zum Beispiel so eine kritische Sache einfach, wenn es zum Beispiel PDFs sind, die sowieso auf ihrer Webseite zugänglich sind, dann ist es überhaupt kein Problem, da was hochzuladen und sich auch die zusammenfassen zu nutzen, aber gerade wenn die Informationen eben sonst zu digital nicht für alle zugänglich sind, sollten Sie immer vorsichtig sein. Dann auch einmal nochmal der Hinweis, ChatGPT deckt eben schon viele Funktionen ab, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern können und entwickeln Sie vor allem diese Vorlagen für die Prompts. Also wir haben einmal jetzt beispielhaft einen Prompt mitgegeben. Schauen Sie wirklich im Nachgang, wie kann ich so einen Prompt für mich aufbauen, was muss der beinhalten und dann gerade wenn es um Tonalität und auch um bestimmte Aspekte geht, zum Beispiel nutzen Sie du oder sie in Ihrer Kommunikation, dass Sie sowas einfach immer in Ihrem Basic Prompt mit drin haben. Genau. Genau.
Ein weiterer Aspekt, und den habe ich vorhin auch schon erwähnt, nutzen Sie KI-Tools vor allem als Inspiration und als Praktikantin. Das heißt, gerade um neue Ideen zu entwickeln, manchmal ist ein Text von der künstlichen Intelligenz deutlich leichter, um anzufangen, als ein leeres Blatt Papier. Und das möchte ich einfach auch mitgeben. Das heißt, nutzen Sie es durchaus als Inspirationsquelle und Orientierungsquelle, aber arbeiten Sie mit diesen Sachen, die die KI Ihnen zeigt oder auch ausgibt, um da die bestmöglichen Ergebnisse und auch vor allem authentische Darstellung und Inhalte zu erhalten. Und ein letzter Hinweis, vielleicht auch noch einmal zum Datenschutz und Urheberrecht. Wir können hier nie eine rechtliche Empfehlung komplett aussprechen, einfach weil wir da auch keine Juristen sind. Aber auch gerade so im Hinblick eben auf die menschlichen Motive, das Urheberrecht beim KI-generierten Bild oder auch einem KI-generierten Text, das liegt letztendlich bei niemandem, beziehungsweise auch bei der KI an sich, deswegen ist das super schwierig zuzuordnen. Wir bei Texten ist es allgemein, auch weil man die ja auf seine Organisation meistens noch anpasst, nicht schwierig, die zu nutzen im Online-Kontext. Es sollte aber dann auch immer irgendwo gekennzeichnet sein, wenn sie wirklich stark auf KI basieren, dass sie von der KI generiert wurden. Und bei Bildern ist es oft so, das müssten Sie dann auch bei dem Tool, das Sie nutzen, schauen. Wenn Sie eine kostenpflichtige Version von dem Tool haben, ist es oft so, dass das Bild auch genutzt werden darf in dem Kontext. Das variiert aber auch, wie gesagt, von Tool zu Tool. Und man eben sich auch die Frage stellen sollte, ist man dadurch weiterhin authentisch oder nicht? Genau. Wenn Sie jetzt sagen, das war mir alles heute ein bisschen zu kurz, ich habe Lust, noch mehr in das Thema KI reinzusteigen, dann haben wir in den nächsten Wochen auch noch zwei andere Workshops, die tatsächlich dann eher, also die gehen 4 Stunden lang, wo wir uns nochmal mit dem Thema Google Ads mit KI oder auch zielgerichtete Landing Pages mit KI auseinandersetzen. Das heißt, ne, ich weiß, gerade heute war irgendwie wenig Zeit und wir sind ja jetzt auch ein bisschen durchgerauscht, aber vielleicht ich würde mich nicht vielleicht, sondern sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Oder ansonsten auch, wenn wir uns bei einem der nächsten Webinare wieder hören. Vielleicht auch nochmal kurz zu diesen beiden Workshops. Gerade bei dem Thema werden wir auch natürlich nochmal auf die Grundlagen der Tools eingehen. Das heißt, auch wenn es jetzt hier um die Erweiterung mit KI geht, Grundlagen sind immer der Grundbaustein auch bei Google Ads oder bei Landing Pages, sodass Sie auch in diesen Workshops erfahren werden, was wichtig bei der Nutzung von Google Ads oder auch Landing Pages ist, sodass Sie, wenn Sie auch am Anfang stehen, sich diese Kurse sehr gut für Sie eignen. Genau. In dem Sinne bedanke ich mich einmal ganz herzlich, dass Sie mir dass Sie mir zugehört haben und hoffentlich auch noch mal ein paar Leute da sind, aber ich sehe schon, und freue mich, wenn wir jetzt vielleicht noch ein, zwei Fragen klären können, liebe Stefanie. Super. Ich danke dir, liebe Ines. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, aber Benjamin und ich sehen auf jeden Fall ganz, ganz viele Reaktionen mit Daumen hoch und klatschen Herzchen. Also dein Vortrag heute kam wirklich sehr gut an. Und es ist ja auch echt ein Wahnsinn, wie viele KI-Tools es einfach gibt. Und deswegen vielen Ja. Dank für die gute Übersicht, dass wir wirklich auch, wenn wir mit Bildern arbeiten wollen, wenn wir mit Texten arbeiten, also was können wir alles nutzen? Und es kamen natürlich super viele Fragen. Naja, also wir haben jetzt noch gut 6 Minuten Zeit. Benjamin hat auch im Chat so gut es geht alles beantwortet. Also der hat da wirklich in die Tasten gehauen. Ich habe jetzt noch mal ein paar rausgesucht, die vielleicht für alle relevant sind, die öfter kamen. Die können wir gerne mal noch klären. Für Sie Ja. vorab, die Präsentation erhalten Sie auf jeden Fall im Nachgang zur Verfügung gestellt. Und spätestens ab heute Abend finden Sie das im Webinararchiv. Also das heißt, haben Sie da noch ein bisschen Geduld, dass Sie vielleicht jetzt nicht direkt nach der Mittagspause reingucken können, aber spätestens ab heute Abend bekommen Sie die Präsentation. Und genau, was tatsächlich öfter gefragt wurde, Ines, wie ist es denn überhaupt mit Quellenangaben? Also zum Beispiel, ich mache jetzt in Social Media einen neuen Beitrag, sei es mit KI-generierten Texten, aber auch mit Bildern. Wie markiere ich das? Muss ich das markieren? Gibt es da irgendwie eine schöne Quellenangabe, die, wo du sagst, okay, damit sind wir auf der sicheren Seite? Also gerade bei Texten ist die Empfehlung ja auch immer, dass Sie quasi das individuell nochmal anpassen. Das heißt, gerade wenn da auch Anpassungen vorgenommen werden, muss es nicht unbedingt der Fall sein, dass Sie da irgendwie drunter schreiben mit KI generiert, weil es letztendlich auch einfach eine Inspirationsquelle ist. Das heißt, da auch der Hinweis, Sie sollten natürlich immer achten, dass der Text, der mit der KI generiert wurde, nicht irgendwie groß anders aussieht oder anders formuliert ist als das, was Sie selber sonst auf Social Media schon mal geschrieben haben. Bei Bildern,
Man kann es auch immer gut im Beitragstext unten mit reinschreiben. Dieses Bild wurde mit Hilfe von KI generiert. Das ist zum Beispiel was, was wir auch schon öfters gesehen haben. Oder auch wenn Sie ein bestimmtes Tool genutzt haben, sind Sie auch immer auf der sehr sicheren Seite, wenn Sie irgendwie das Tool mit aufschreiben. Ne? Also wir haben vorhin, glaube ich, auch in der Präsentation einmal kurz gesehen, irgendwie wurde von Midjourney durch XY generiert. Das ist gerade auch hilfreich, wenn Sie zum Beispiel nicht selber das Bild mit KI generiert haben, weil mittlerweile gibt es bei diesen Tools auch schon Bibliotheken, wo von anderen Bildern mit KIs generiert wurden. Ja, super, vielen Dank. Das heißt, am besten einfach die Quelle mit angeben, nicht nur, dass es KI generiert ist, sondern auch, ja, mit welchem Tool man vielleicht gearbeitet hat. Genau. Das hilft, denke ich mal, schon sehr gut weiter. Es kamen tatsächlich auch einige Fragen. Wie ist es denn, wenn ich zum Beispiel eher handschriftlich arbeite? Entschuldigung. Und dann sozusagen zum Beispiel handschriftlich Notizen habe oder auch, ja, auch bunte Notizen habe und daraus eine Präsentation basteln will, kann ich die auch einfach in die KI einspeisen als Foto und daraus wird mir dann ein Text generiert, beziehungsweise auch eine PowerPoint vielleicht erstellt. Hast du da auch schon mal Erfahrungen mitgemacht? Also ich weiß auf jeden Fall, dass es bei der kostenpflichtigen ChatGPT-Version möglich ist, seine Notizen da auch einfach hochzuladen. Die erkennt auch soweit, dass es eben was Geschriebenes ist. Also natürlich kommt es immer auf die Schrift drauf an, aber das sollte eigentlich sehr gut möglich sein. Und gerade auch bei ChatGPT können Sie sich nicht nur die Informationen dann zusammenfassen lassen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, dass das aufbereitet wird. Wenn es so um Präsentationen geht, gibt es natürlich auch noch mal ein, zwei andere Tools. Sie können da gerne auch irgendwie im Nachgang, wenn Sie für einen bestimmten Anlass noch mal ein Tool suchen, auch gerne noch mal irgendwie Bescheid sagen. Dann können wir gucken, ob wir noch ein Tool empfehlen können, weil auf Präsentationen oder sowas sind wir jetzt natürlich nicht näher eingegangen. Aber das also ist mit ChatGPT auf jeden Fall auch teilweise möglich. Bei der kostenlosen Version weiß ich es nicht so ganz genau, ob die Bilderkennung da so weit ist, aber bei der kostenpflichtigen auf jeden Fall. Genau, also ich glaube, es ist ja oftmals der Fall, dass man zwar oft starten kann mit kostenlosen Versionen, wenn man aber alle Funktionen nutzen will, dass dann oftmals auch einfach die Bezahlversion notwendig ist. Also zum Beispiel kam im Chat auch die Frage, kann man Copilot auch für, also damit Protokolle verfassen? Das geht, glaube ich, mit der kostenfreien Version nicht, mit der Bezahlversion aber schon. Ja, genau. Und jetzt schaue ich mal noch ganz kurz in den Chat. Wir haben noch 2 Minuten Zeit für die Fragen. Es kam natürlich auch immer wieder die Frage, wie es mit Datenschutz aussieht, ne? Also du hast es jetzt schon gut gesagt. Du würdest es einfach empfehlen, so wenig beziehungsweise gar keine sensiblen Daten mit einzupflegen, die man dann sozusagen in diesem im Netz hat, sondern lieber zum Beispiel abstrahieren, anderen Organisationsnamen nutzen vielleicht. Also einfach, dass man versucht, wie möglich das reinzunehmen. Hast du sonst noch zum Datenschutz irgendwelche Tipps, wie man da auf der sicheren Seite sein kann? Vielleicht hat Ja gut, ich habe Benjamin diese auch Frage auch oft bekommen und genau, ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, sich bewusst zu sein, dass alles, was man in die KI einspeist, dass das alles verwertet wird. Ne? Das heißt, es ist dann in diesem Universum an Daten, die KI das auch benutzen wird, ne, für andere Anfragen von anderen und auch ausspucken kann, ne, in Anführungsstrichen. Das heißt, man muss sich einfach bewusst sein, ne, alles, was eingespeist wird, das heißt, keine personenbezogenen Daten, keine vertraulichen Daten einspeisen und man muss sich einfach bewusst sein, genau, dass dann damit alles Mögliche passieren kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, Genau. vielleicht ein ganz kurzes Beispiel noch dazu. Das hatte ich nur auch mal bei einem eigenen KI-Workshop gesehen, den jemand anders gegeben hatte. Es ist einfach auch immer gut, wenn ihr also wenn der Kontext der Daten nicht mit vorhanden ist, ne? Also wenn man auch manchmal Dateien oder Fotos hochlädt, schaut am besten, dass oder sch schauen Sie, dass da einfach kein, ja manchmal so Überschriften, die irgendwie den ganzen Rahmen eingrenzen, dass sowas halt auch nicht mit da abfotografiert wird, weil gerade dieser Kontext ist halt auch oft was, was dann im Internet sonst nicht frei zugänglich ist und da einfach auch nochmal sensibel betrachten sollte zu den sensiblen und personenbezogenen Daten, wenn Sie die nutzen wollen. Sehr gut, ich danke dir, Ines. Jetzt ist die Zeit leider schon um, wir haben 12 Uhr. Für Sie, liebe Teilnehmende, wir hatten über 500 ja, Teilnehmende bei uns hier online mit dabei. Dementsprechend
die Bandbreite an Fragen war wirklich groß. Ich denke, trotzdem haben die meisten auch eine Antwort auf ihre Frage, sei es live oder auch schriftlich bekommen. Ich hoffe, dass viele von Ihnen einfach Wissen mitnehmen können rund um die KI-Tools. Und deswegen ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Teilnehmer, dass Sie so zahlreich mitgemacht haben, dass Sie so viele Fragen gestellt haben, auch viele Tipps gegeben haben mit eigenen Erfahrungen, die Sie schon gemacht haben mit KI. Und liebe Ines, dir lieben Dank für deinen tollen Input. Und Benjamin, dich sehe ich gerade nicht mehr, aber dir auch vor allem vielen lieben Dank, dass du einfach schriftlich wirklich alles gegeben hast. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ich Sie bei einem unserer nächsten Webinare auf jeden Fall wiedersehe. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Spaß und vielleicht ja bis zum 1. Oktober bei einem oder am 9. Oktober zu einem der nächsten Workshops. Also, schönen Tag Ihnen. Dankeschön. Schönen Danke Tag. an alle.